zusammen. Bin ich nicht schön? Ich bin die Schönste aus der Klasse. Ich bin die Schönste aus der Schule. Wenn denn Nelle sind gerade mit dem Hus ist. Ich muss einfach nicht immer so, sie sind Hang. Bei mega Geburt wusste der Arzt so ich nicht, ob was für eine sichere Klaps hier besucht. Seht mich dann, er sieht aus wie sein Vater. Mit dem Mann, das muss er wenigstens heißen, da kann ich ja immer noch ändern. Direkt am nächsten Schuljahr freut der Lehrer, wie heißt du? Ich sag Peter. Und weiter, nix weiter, sag einfach Peter. Am nächsten Schuljahr, Jorrit auch schon dicke Keilerei in der Pause. Ich war am Kriechen. Komm, der Lehrer, was ist hier los? Ich sag, der Tön hätte mich in der Furt getroffen. Barment, hey, das sagt man doch nicht. Das heißt, er hat mich in den Rücken getreten. So gut, sag ich. Jetzt sieht drauf, der Lehrer, warum ich Grieche tät. Ich sag, der Toni hat mich in den Rücken getreten. Drauf, der Pastor, das finde ich aber gemein. Der hätte nur ein bisschen tiefer zu Tränen gebrochen, der hätte dich in der Furt getroffen. So, fragt der Mann, was bist du so lustig? Oh ja, sage ich, ich Fräulein hätte mich über kräftig gelobt. Na nun, staunt sie. Oh ja, sage ich, ich Fräulein hätte für der ganzen Klasse gesagt, du bist noch viel dümmer, wie dein Vater früher war. Er war nichts hier in den Gepack. Morgen ist die letzte Unterschrift bringen. Peter schwatzt die ganze Stunde. Hätte Patrone geschrieben, da sollten sie eben seine Mutter hören. Leute, ich hatte mir einen Aufsatz auf, über Arm und Reich. Am nächsten Tag komme ich dran. Peter, lies mal vor. Herr Lehrer, ich habe einen Code gemacht. Du sollst vorlesen. Habe ich für gelesen. Über Arm und Reich, Punkt. Reich, Doppelpunkt. Sekt, Kaviar, schöne Frauen. Arm, Doppelpunkt. Bier, Äppelschlott und der Mann. Da ist der Lehrer mal ausgeflippt. Am nächsten Tag sagt er, du hattest einen schlechten Aufsatz und eine schlechte Note. Was hast du deinem Vater gesagt? Herr Lehrer, ich habe mit dem Vater die Arbeit gezeigt, habe auf die Schule geklopft und habe gesagt, Daddy, Hauptsache gesund. Et Heinz, sie meldet auch immer ganz kurz. Seht ihr, Fräulein, wir wollen jetzt mal die Befehlsform üben. Heinzchen, setz mal folgenden Satz in die Befehlsform. Das Pferd zieht den schweren Wagen. Druckt das Heinzchen Hü. Hätte Fräulein sich aufgeregt. So was Dummes habe ich schon lange nicht mehr gehört. Die ganze Klasse ist so schlecht, dass 50% sitzen bleiben müssen. Ist das Heinz so aufgesprungen? Was soll das dann? So viel sind wir doch ja nicht. Meint nicht, Fräulein? Aha, rechnen können wir also auch nicht. Wiederholen wir also mal. Wie viel ist 3 mal 3? Melde ich mich? 9. Richtig. Ich sag, was heißt hier richtig? Das ist perfekt. Denkt der Lehrerin nur Luft. Gib dem Heinz in die Rosche und selb, hol damit in der Apotheke für 10 Pfennig Verstand. Hättet Heinz hier Fräulein Heinz hier, und so nicht noch ich sage, dass es für Sie bestimmt ist, Herr Lehrer. Das ist überhaupt nicht Stropp, weil er immer so dreckig ist, freut der Lehrer. Heinzchen, werdet ihr zu Hause nie gewaschen? Oh nee, das ist nicht nötig, wir kennen uns alle Stimmen. Zuletzt war er ganz schön zu bügelig. Mein Vater kann auf den höchsten Berg klimmen. Der kann quer durch das Meer schwimmen. Der kann mit einem schweren Löw kämpfen. Was? Das kann dein Vater? Oh ja, aber der hat die Zick dafür. Der muss dem Mann immer helfen beim Spülen. In der Rallye-Stunde liest der Lehrer für. Die Pilger trugen eine große Verantwortung.
Was heißt das überhaupt, Verantwortung? Habe ich mich gemeldet? Wenn man einer putzt, zwei Knöpfe hält und einer riecht ab, dann dreht der andere die ganze Verantwortung. So ein Unfug, Säte, kannst nur du von dir geben. Aber kann mir denn jemand sagen, was ein Pilger ist? Etrina Säte, ein Pilger ist ein Mann. Das ist schon richtig, aber da fehlt noch etwas. Ich bin zum Beispiel ein Mann, aber bin ich deshalb ein Pilger? In der Ruhe von ich, ein Pilger ist ein guter Mann. Das ist eine Unverschämtheit, Säte Lehrer. Hier habe ich ein Buch über gutes Benehmen. Das werde ich dir jetzt für ein paar Wochen leihen. Ich sage danke, Herr Lehrer. Etwa können Sie das dann tatsächlich so lange bären? Etwa hätte ich wie geboren. Was ist ein Mann, der keine Frau hat? Ledig, Herr Lehrer. Richtig, Paul. Und was ist ein Mann, der eine Frau hat? Erledig, Herr Lehrer. Und ich bin jetzt auch erledigt. Alarm zusammen.